Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute auf Unico. Und zwar ein Thema, das die ganze Zeit im Internet herumgeht und jeder meint, ey, reagiert drauf. Und zwar Katja rechnet mit Dieter Bohlen ab und verrät pikante Details. Also, die hatte Stress. Ja. Dann waren die irgendwie wieder. Also, das Ding ist. Gut, nein, die waren nicht gut. Ich glaube, seitdem die Stress hatten, hatten die auch Stress. Ich habe auch gesehen auf TikTok, wie die in der Jury sitzen und die ignorieren sich und so. Wenn die Jury reinläuft, dann hat Dieter Bohlen so einen Auftritt gemacht, weißt du? Ja. Der kam rein, hat gesungen, bla bla bla. Ja. Dann hat er sich erst auf seinen Stuhl gesetzt und alle haben geklatscht, nur Katja war so. Echt? Ja. Aber ja, so nee, die haben sich nicht versöhnt, sondern ich habe irgendwo gelesen, dass das alles so Promo war, damit mehr Leute einschalten. Ja, genau. Das kann auch immer noch gut sein. Ja. Das ist sogar realistisch. Aber wir hören, was Unico sagt. Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute. Heute sprechen wir nochmal über die letzte Podcast-Episode von Katja Klasawitze, denn ich hatte euch ja bereits erzählt, in dem Video, in dem es darum ging, dass sie mit Oliver Pocher abgerechnet hätte und Amira Pocher irgendwie mehr, fast schon, hatte sie ja nicht nur über die Pochers gesprochen, sondern auch über Dieter Bohlen. Und sie hat da noch sehr viele Infos gedroppt. Sie hat noch mehr zu dem Kennenlernprozess mit Dieter Bohlen gesprochen, wie anders er anfangs war, wie das alles sich dann verändert hat, wie das dann gekippt ist, hat auch eine sehr random Story erzählt, die bei ihr zu Hause mit Dieter Bohlen vorgefallen. Ich glaube, sein Mikro ist falsch eingestellt, oder? Warum? Hört man nicht so, man hört auch den ganzen Raum. Ja, es kann gut sein. Ich weiß gerade nicht. Ja, ist mir ganz sie okay. Hat auch noch über hinter den Kulissen bei DSDS gesprochen, hat noch Vorwürfe von Manipulation am Set und sowas erhoben. Und das alles werde ich jetzt mit euch in diesem Video durchgehen. Fangen wir mit dem wahrscheinlich seichtesten Punkt, also mit Abstand seichtesten Punkt aus der ganzen Sache an. Denn sie wirft Dieter Bohlen vor, sehr geizig zu sein. Ein Vorwurf, der, glaube ich, nicht mal Dieter Bohlen allzu sehr stören würde, oder? Nein. Ich glaube, also ich stelle ihn mir als jemanden vor, der sich denkt, so ja, bin ich und jetzt. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich etwas, was schon mehrfach an verschiedenen Stellen mal aufgebracht wurde. Es gibt auch Leute, die sind im Fernsehen scheiße und im echten Leben scheiße so. Ich dachte aber, vielleicht ist er ja gar nicht so. Weißt du, ich will hinter die Kulissen gucken. Und dann war der ja auch am Anfang voll nett. Wir waren essen, so, aber die ersten Anzeichen kamen ja schon. Für mich ist das normal, ich lade Leute ein, aber schon allein, dass nicht mal der Anreiz dazu kam, zu sagen, ey, ihr seid in meiner Stadt, ich lade euch ein, ihr seid hierher gekommen, passiert nicht, dann wurde mir auch... Okay, erstmal kurz zu dem Punkt, bevor sie jetzt weiterredet. Ich glaube, das ist auch, ich habe das Gefühl, Katja ist so mit sehr vielen, auch so Kanaken-Ausländern und sowas aufgewachsen, dieses, ihr seid in meiner Stadt, ich zahle hier und so, weißt du, das ist, glaube ich, sehr so... Diese Mentalität. Sie wurde... Kanakisiert, glaube ich, ja. Damals auch in der Schule, ich hatte so viele deutsche Freunde, aber wenn die mit zu vielen Kanaken gechittert haben, wir waren ein Mixmarkt, Marokkaner, wo eine kam irgendwo aus Afrika, gell, und dann ich, Albaner, so aus jeder Ecke haben wir was gemischt, dann, die haben geredet dann wie wir, anstatt wir wie die, verstehst ja. Und deswegen, ich glaube, sie hat ihre Mentalität dem angepasst, weißt du, dieses, ja. Ihr seid in meiner Stadt, ich zahle und so. Weißt du, was ich meine? Genau, aber jetzt, was hat es damit zu tun, dass er nicht sagt, ey, warte, ich gebe heute mal aus? Ja, also vielleicht ist er auch einfach nicht so. Es gibt auch Leute, die sind nicht geizig, aber die kommen nicht darauf. Aber sozusagen, Leute, ich gebe aus. Ich mein's ernst, die Reichsten sind immer die Geizigsten. Das wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich so. Das ist immer so. Warum sind denn die Reichen reich, weißt du? Weil die behalten ihr Geld wirklich für sich. Ich habe einen TikTok gesehen, wo Kylie Jenner in einem Restaurant war. Ja. Und die Kellnerin hat gesagt, wir haben den ganzen Laden für die geschlossen. Ist ja kein Beweis, dass es jetzt stimmt, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich glaube jetzt, man sieht gesagt, wir haben den ganzen Laden geschlossen für Kylie, damit sie nicht gestört ist, damit keine Paparazzi reinkommen, die Leute sie nerven, bla bla bla. Der ganze Laden dicht gemacht für eine Kylie Jenner und die gibt nicht mal Trinkgeld. Also auf den. Die hat nicht mal Trinkgeld gegeben und die haben ihr sogar Sachen aufs Haus gegeben. Flaschen, das, besondere Sachen, so Torten und so. Und die hat gesagt, die hat mir nicht mal Trinkgeld gegeben. Also natürlich sind nicht alle Reichen so, aber einfach sau viele. Ich habe da schon viele Storys gehört, wo man so dachte, man hat Spenden gesucht oder so. Und dann die Reichen, man dachte sich da, man kriegt so 500, 600, 700 Euro und die haben so 2-3 Euro. Was natürlich völlig okay ist. Das aber ist man, auch okay. Man denkt immer, wenn reich ist, dann geben die auch viel Geld. Oder auch Geschenke. Du denkst, von den Reichesten kriegst du mal die kurzen Geschenke. Ja. Und dann kriegst du von denen, die nicht so viel Geld haben, coolere Geschenke als von denen, die reich sind. Erzählt, wie teuer das Essen ist. Und dann meinte ich, ja, wie teuer ist denn dieses eine Gericht? Ja, 70 Euro. Das ist sehr teuer. Das zahle ich nicht. Das esse ich nur, wenn ich eingeladen werde. Und dann muss man halt mal überlegen, wie reich er ist. Ne? Wie viel Geld er hat. Natürlich kann man darüber spekulieren. Keiner kennt das Konto, aber ihm geht's gut. Er hat dicke Autos, er hat eine schöne Villa und whatever. Und ich habe ja auch mit ganz vielen Ex-Freundinnen und Frauen von ihm geredet und auch mit Leuten intern. Und ich habe sie am eigenen Leib erfahren. Wenn ein Kaffee in einem Laden zum Beispiel 2,50 kostet und er dann gerade in einen geht, wo es 3,50 kostet, der würde das niemals zahlen.
niemals die 3,50 und würde sagen, nee, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Okay, wenn er für sich spart, alles in Ordnung. Aber das geht dann auch in die Leute über, mit denen er ist so. Und dann finde ich das auch witzig, wenn ich mit der... Ja, das Ding ist, wenn er sagt, ey, 3,50 ist zu viel, wenn es auf der anderen Seite 2,50 kostet, okay, jeder entscheidet für sich selbst, das ist ja sein Geld. Ich würde dann auch sagen, okay, ich gehe rüber. Also mir wäre es in dem Moment, ich wäre zu faul rüber zu gehen. Ja, das wäre ich auch zu faul wegen 1 Euro. Aber ich kann es verstehen, weil man für sich selbst geht man immer so ein bisschen runter, weißt du, was ich meine mit dem Preis? Ja, weil man ist so, weißt du, für sich selbst denkt man sich so scheiß drauf. Aber dann, wie bist du bei anderen? Ja, das finde ich auch, zum Beispiel, wenn wir essen sind oder so, dann sage ich so, ey, nimm das Teuerste, nimm das Beste und so. Aber ich selber sage, ich nehme einfach nur eine Pommes. Weißt du, weil ich habe das Gefühl, sich selbst was zu gönnen oder was Teures zu nehmen oder was weiß ich, das ist so, das fällt mir schwerer als für andere, weil andere gebe ich immer gerne, aber das kommt doch. Also mir ist es viel, viel wichtiger. Also ich würde zum Beispiel an einem Abend so 300 Euro für Essen ausgeben, aber dann das Gewissen haben, dass jeder sich wohlgefühlt hat, jeder ist satt geworden und jedem hat es geschmeckt. Ja. Anstatt dass ich sage, aber, ey, geh nicht so, Bruder, dann will ich auch gar nicht einladen. Aber das Ding ist, wäre ich die Tabulen und ich würde chillen mit auch prominenten Leuten, dann würde ich auch nicht mein Gesicht verlieren wollen. Das ist wegen ein paar Euros, weißt du, was ich meine? Das wäre dann doch ein bisschen peinlich. In der Jury neben ihm sitze und er dann zu einem Kandidaten sagt, oh Mensch, deine Schuhe sind voll dreckig, egal, ich kaufe dir neue. Und ich gucke ihn so an, ich denke mir, du würdest ihm niemals neue Schuhe kaufen. Diese 25 Euro würdest du niemals ausgeben für einen Menschen. So, Digga, chill mal bitte. Das ist einfach nur so meins. Der erste Kontakt von denen war ja nicht bei DSDS oder DSDS. Nee, sie hatten sich ja vorher bereits kennengelernt, denn es gab doch dieses Lied mit Pietro Lombardi und Katja und die Tabulen. Ich Cherry Lady. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es hieß. Dieses so. Cherry Lady, du bist was Besonderes. Das war doch mal mit Kapital, oder? Achso, ja, stimmt. Yeah. Was hatten die nochmal? Die hatten auf jeden Fall so eine Hochzeit im Video, das habe ich gesehen auf TikTok. Ich weiß es gerade auch nicht. Stimmt, oh fuck, Digga, jetzt habe ich sogar gesungen, das war falsch. Aber das war irgendwie eine Neuauflage von irgendeinem Modern Talking Song. Und da erzählt sie eben, dass es bei dem oder rund um den Musikvideodreh dann eben einen Vorfall gab, der bei ihr zu Hause war, den sie dann als extrem respektlos empfunden hat. Schon anstrengend, aber ich dachte, ich nehme es einfach in Kauf. Mhm. Regt mich bis jetzt auf, weil ich bin auch nicht anstrengend bei Sets. Hatte der so Star-Allüren oder wie? Das Ding ist, man macht zum Beispiel mit ihm aus. Ich verstehe den Typ nicht. Ja, er wirkt auch ein bisschen so. Also Sache, dass er der Interviewer ist, sag ich jetzt. Obwohl, ist ja ein Podcast, er, glaube ich. Also die reden da einfach normal. Aber ich dachte so, er muss das ja ein bisschen so führen. Weil er sie muss ist ja richtig der Gast. So deutlich reinreden. Ja, aber er ist ja auch, also sie ist der Gast, weißt du, oder? Und er die ganze Zeit sie redet und er macht so, mich triggert das auch in der Schule damals, wenn ich mich jemanden unterhalten habe. Und die sagen so, die ganze Zeit denke ich so, sag doch einfach ja, weißt du? Ja. Komm bitte zu mir. Um 8 Uhr früh. Mhm. So, ich arbeite anders, ich lebe anders, egal, ich hab drauf geschissen. 8 Uhr früh. Was macht Dieter? Der kommt 2 Stunden früher. Und du denkst dir so, fuck, Digga, ich hab noch nicht mal gegessen, ich hab mich noch nicht mal richtig schminken lassen. Du bist 2 Stunden eher da. So, du stresst mich, so, das ist krank. Was sollst du machen, ne? Und dann kommt er mit seinem Hund. Ich erzähl's jetzt einfach. Kommt er mit seinem Hund. Ich liebe Hunde. Kommt zu mir, ich knuddel euch. Ihr seid meine Hunde. Feel free. Alles ist okay. Ich hab Teppiche. Scheißen wir mal drauf, dass sie mehr als 70 Euro kosten, lieber Dieter. Das ist ganz viel Geld für ihn vor allem. Ja, dann sitze ich da, werd geschminkt. Meine Mama ist da, weil die sich halt kümmern wollte. Die hat dann noch Essen gemacht, dass sich alle wohlfühlen, die da sind. Weißt du, die macht dann Kekse und Tee und einfach, dass sich jeder wohlfühlt. Das ist immer ganz wichtig. Frag wirklich alle, die mit mir gearbeitet haben, wie das Wohlfühlen war. Das ist bei mir erste Stelle Wohlfühlen. Und dann kommt er mit seinem Hund, ja, hi, ne, was? Und dann macht der Hund mal so, wenn er dich nicht versteht, was? Obwohl er dich versteht. Also, egal, ist ein Running Gag, wenn man Dieter kennt. Auf einmal kommt der Hund so um die Ecke gelaufen und der wird auf einmal voll nervös, er dreht sich im Kreis und man weiß, okay, der wird jetzt gleich hier irgendwas hinmachen. Gott sei Dank war es keine Kacke, er hat aber auf meinem Teppich einfach gepisst. So. Und dann, ich so, oh mein Gott, der pisst gerade auf meinen Teppich. Easy. Und dann, Dieter steht einfach nur daneben, so einfach so, als wäre es ganz normal, guckt an, wie der pisst. Mhm. Sieht so,
dreht sich um und geht einfach weiter und macht nichts. Keine Entschuldigung, kein Aufräumen, nie wieder darüber geredet, dass der Hund gerade auf... Oh shit, ey, ich wollte schon sagen, nicht. Guck mal, über dieses Geizige und so kann man reden, aber im Endeffekt ist es mir eigentlich scheißegal, weil das ist ein Ding, das ist eine Charaktereigenschaft und ich kenne viele Leute, die geizig sind, dann ist es eben so, das ist für die schlecht so. Ja, klar, sie hat jetzt für ihn ausgegeben, denkt sich so, oh Mann, wieso hat er denn nicht gefragt, ob er mal zahlen möchte, gell? Ja, ja. Aber im Endeffekt so, dann lad ihn nicht mehr ein, mach nichts mehr mit ihm, so, safe, fertig. Safe. Er hat dir nichts angetan, aber das ist was anderes. Das ist zu viel. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Weil du bist verantwortlich für den Hund. Ja, aber das Ding ist mal, also erstens, wenn der Hund in die Wohnung macht, dann, wenn er stubenrein sein sollte, dann will ich nicht wissen, wie lange er nicht mit ihm draußen war, dass er überhaupt die Wohnung macht. Weißt du, also das, und das Ding ist, ein Hund ist ein Lebewesen, das kannst du nicht so wirklich kontrollieren. Wenn sowas passiert, ne, das ist schon schlimm genug und das ist auch saupeinlich und unangenehm. Aber wenn sowas passiert, dann entschuldigt man sich, macht es sauber, sagt, ey, ich bezahle dir die Reinigung, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Irgendwie, also man kommt dazu, weil wenn sowas passiert, dann kann man nicht so sagen, oh, Drecksköter und so, das passiert, Bruder, kann man nichts machen. Es kann auch sein, dass der Hund krank war und irgendwie so seine Blase schwach ist und wir hatten auch mal Lumi hatte auch mal irgend so eine Entzündung an der Blase und dann hat er einfach gelassen. Nee, das war Charlie damals. Also unser erster Hund. Der hatte irgendwas mit seiner Blase, der hatte so eine Blasenentzündung, irgendwie sowas. Der hat zum Beispiel, wenn jemand zu uns zu Hause kam, hat er sich so gefreut, oh mein Gott, kennt ihr, wie Hunde sich halt freuen, dass er seine Blase nicht kontrollieren konnte. Dann hat er immer so ein bisschen Pipi gemacht. Das war so eine Zeit lang so und es war halt so richtig scheiße und dann dachte ich immer so, immer wenn Leute kamen, dachte ich so, oh bitte nein, weißt du, das war dann voll stressig. Aber und dann einmal ist es auch passiert, dass er zum Beispiel eine Freundin von uns getroffen hatte und dann waren, glaube ich, die Socken oder so ein bisschen mit Pipi. Und das erste wie so, zieh die Socken aus, ich schmeiß sie direkt in die Waschmaschine, es tut mir so leid. Und, so. Und dann denke ich so, bis heute denke ich mir so, oh mein Gott, das war so ein awkward Moment, unangenehm. Aber im Endeffekt, der Hund war ein bisschen krank. Das passiert, das sage ich ja, das passiert. Aber man sollte da auf jeden Fall was tun. Nicht einfach weggehen, Digga. Hab ich Piss. Meine Mom kniet sich dahin, die Arme, und ich bereue das so sehr. Ne? Ich hätte eigentlich da schon maulen müssen. Kniet sich dahin, macht das sauber, ich helfe, mache mit sauber, wir räumen das auf. Kein Danke, nichts. Und ich dachte mir schon, du Kleiner. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf. So, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich disse ihn jetzt im Internet und ich nehme ihn auseinander. Ich habe voll viel in mich reingefressen, voll lange Zeit, so weißt du. Sie spricht dann darüber, dass es dann halt auch während den Aufnahmen bei DSDS, also die regulären Aufnahmen, die geschnitten sind, nicht die Live-Shows, einige Spitzen gegen sie gab. Und sie nicht so ganz verstehen konnte, warum er sich jetzt so verhält, wie er sich verhält. Und sie bringt auch nochmal die Jill-Situation auf. Das war ja auch ein großes Ding auf Social Media. Yeah. Und Jill hat ja auch ein tränenreiches Statement so gepostet auf Instagram und solche Sachen. Und sie meinte, dass bei dem ganzen Vorfall rund um Dieter Bohlen und Jill Lange einfach sehr viele Sachen bei der Ausstrahlung gefehlt haben, die aber Katjas Meinung nach wichtig gewesen wären. Hat sich sein Verhalten dir gegenüber verändert? Wie ist er dann so, wie war der so? Der war sehr frech während der Aufnahmen, also nicht Live-Shows, zum Beispiel die Castings so. Da war er schon relativ frech, da kam immer ein und der andere Satz in meine Richtung so, weißt du, da kamen immer so kleine Sätze, es war nie irgendwie beleidigend. Ich kann es jetzt auch gar nicht wieder fassen, aber wer Dieter kennt, weiß, dass er immer so, er guckt jemanden an und redet gerade mit einem Kandidaten und sagt aber einen Satz, der aber dich trifft. Ohne das auszusprechen und du weißt das und du denkst dir, oh mein Gott, wie kannst du, wir haben ein Lied zusammen, du magst mich, du nennst mich Schatzi, warum tust du das? Ja. Das war, glaube ich, der Moment, als er gesagt hat, so, hast dich nur durchschnudeln lassen und was weiß ich und sowas Katja, also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, Katja ist auch bekannt, dass sie ihr Sexualleben offen auslebt und sagt, oh, ich schlafe mit jedem und allem und was weiß ich, so genau. Art, sehr offen in dem Bezug. Und wenn er so sagt, ja, hast du das nur durchschnudeln lassen, nichts nach dem Abi, das war's, dann, weißt du, denkt sie sich so, im Prinzip habe ich dasselbe getan. Mhm. Und da hat sich natürlich angesprochen gefühlt, weil sie sich denkt, ich sitze neben dir in der Jury und du machst die Fälsch, weil dir das gemacht hat, was ich gemacht habe. Sie persönlich damit angreifen wollte, aber vielleicht die Werte, wofür sie steht, weil sie sagt ja, das ist vollkommen okay, das zu machen und er ist dagegen. Deswegen sagt er, ja, nee, wer jetzt durchschnudeln lässt und sowas, finde ich ja gar nicht okay, das ist ja nichts. Ja. Und damit schießt er gegen ihre Stellung. Genau. Was hast du in deinem Kopf, dass du das mir gerade, dass du mir gerade sowas antust? Und so war der die ganze Zeit, Frechheit, dass du halt sauer wirst. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit, wenn man die Ausstrahlung sieht, immer so nicht gelächelt. Ich habe immer irgendwie abgefuckt geguckt und das haben auch alle gemerkt. Hm. Und ich dachte mir, ja, toll. So, ich bin abgefuckt, ich habe mich auch die ganze Zeit irgendwie da meinen Mund aufgemacht und ich habe bei sehr vielen Kandidaten mit ihm diskutiert, ich habe sehr viel mit ihm gestritten und vieles hat man einfach nicht gezeigt, weißt du? Und auch bei der Jill-Sache, da fehlt einfach die Hälfte. Das war ein ganz langes Gespräch, ich und Jill so. Da fehlen einfach Sachen so, die wichtig sind.
Und der war sehr frech und ich habe immer gesagt, ey, ich will das nicht. Und ich habe eine Abmachung. Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren. Er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein. Er darf nicht rassistisch sein. Das hast du so in deinen Vertrag geschrieben? Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. So ganz ehrlich. Und das Ding ist, ich bin niemand, der jemand bevormundet. Es sollte eigentlich normal sein, das nicht zu machen. So, weißt du, und ich meinte, das wird nicht passieren. Und ich wollte mich einfach davor schützen. Und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen. Und fertig. Ich werde mit ihm streiten. Ganz einfach. Weißt du, was ich meine? Im Anschluss geht sie dann noch darauf ein, was so ihre Motivation war, sich dann schließlich in diesen Statements, die sie abgegeben hat, zu äußern. Das war ja auch so ein Ding, dass sehr viele Fans der Show und auch von Dieter Bohlen bei ihr in Frage gestellt haben, was so der Grund ist, warum sie dann ihr Schweigen in dem Sinne gebrochen hat. Sie spricht dann auch über die Reaktion auf ihre Statements. Und es gab ja auch einige Presseartikel darüber. Was haben die gesagt? Irgendwie Katja wäre bei DSDS raus und so und dass es jetzt für sie vorbei wäre. Aber am Ende saß sie ja dann doch in den Live-Shows. Aber ich bin auch keine Person, wenn was passiert, dass ich dann gehe. Ich mache das ja, also ich gehe ja nicht, dann ist es ja wie gewonnen. Ich werde weiter so kämpfen und diskutieren, weißt du? Mhm. Ich werde so lange mit ihm streiten. Ich gehe doch nicht, er soll dann gehen, weißt du, was ich meine? Und ja, dann ist es halt, dann habe ich dann meinen Mund aufgemacht, dann konnte ich nicht mehr, wo ich das live gesehen habe. Dann noch auch die Nachrichten von Jill, die auch vorher schon waren, bevor es ausgestrahlt wurde, wie traurig sie ist. Und dann habe ich das live gesehen und ich bin einfach nur ausgerastet. Das hat mich so aggressiv gemacht. Aggressiver als sogar als in dem Moment, wo ich daneben war. So, da war ich schon aggro. Wo ich das im Fernsehen gesehen habe, war das so, das passiert doch nicht gerade, weißt du, was ich meine? Und dann noch meine Worte fehlen, meine Antworten fehlen. Ich so, auf keinen Fall. Dann ging's los und dann hat er mich direkt blockiert. Er hat ja dich auch blockiert. Warum hat er dich blockiert? Das werde ich in meinen Lebenslauf schreiben. Er blockiert hat dich von blockiert, Dieter Bohlen, mich blockiert iconic. Und meine Songwriterin Vita blockiert. Ich verstehe ihn nicht. Er blockiert alle. Er ist ja auch ein Freak. Er ist den ganzen Tag am Handy. Der guckt jede Story an. Der weiß alles über jeden Bescheid. Ich habe Chat. Also wirkt er auch. Ja, Jemand, der alles wissen möchte und Bock hat, so Fehler zu finden, damit er kritisieren kann und da Leute angreifen kann. Weißt du, was ich meine? 100%. Aber ich finde es auch gut. Guck mal, das ist so krass, weil sie hat ja diese Attitude, die macht, was, so, nein, und dann egal, wer vor ihr steht, die macht das. Ich glaube, in dem Moment, weil sie ist aber auch wirklich so eine sehr große Persönlichkeit, aber ich glaube, in dem Moment hätte ich mich so ein bisschen eingeschüchtert gefühlt, weil Dieter Bohlen hat ja immer diese Gewohnheit, dass er so ein... Ja, wann hast du dieses Urteil? Das hat Maul voll getragen. Ja, ich weiß. Seit wann trägst du das? Ich dachte mir so, ich zieh es mal an. Ja, das ist voll süß. Das ist voll oldschool-Vibe. Vintage. Ja, voll cool. Hier, Machtausnutzung. Ach, das Wort haben wir gerade so lange. Aber es ist wirklich so, weil er denkt, ich bin mächtig, ich bin Dieter Bohlen, ich bin King of Pop oder was weiß ich und so. Ja. Und deswegen denkt er, ich kann sagen, was ich will. Weil aber weißt du warum? Auch weil die Jurymitglieder es sich immer gefallen lassen haben. Ja. Hast du jemals gemerkt, dass ein Jurymitglied Gegenwind gibt gegen Nein. Dieter Bohlen? Natürlich nicht. Ja, die lutschen noch mehr. Ja, ja, genau. Und Katja ist so die Erste, die so Gegenwind gibt und deswegen, der lässt sich das nicht gefallen. Der so, nein, weil der ist es nicht gewohnt. Der ist gewohnt zu sagen, ey, du bescheißt und die sagen, okay. Der hat keinen Bock auf uns, diese ganzen Generation Z, Generation Z und Millennials und so. Der hat keinen Bock auf uns, weil er denkt, dass wir die ganze Welt komplett verändern und das gefällt dem nicht. Ja, das gefällt ihm auch nicht, weil er sagt, dieses Frau so, Mann so, so zwei Geschlechter, das. Also weißt du, was ich meine? Dieses einfach das komplette Gegenteil eigentlich von Katja, Digga. Genau, das passt mit ihm, da weiß er, der hat das gerade gemacht, der released das, der hat so und so viel verkauft. Er weiß alles. Er ist besessen. Er ist einfach besessen von Infos von anderen, wie er ist. It is what it is. Und dann in den Live-Shows, er wollte ja unbedingt, dass ich nicht dabei bin. Er hat versucht, alles dafür zu machen. Das haben ja, mich wurde von allen Ecken auch gefragt, so, das stimmt jetzt, ne? Katja ist jetzt raus oder wie? Ich frage mich, wo kam diese Information her? Dass alles wahrscheinlich ist, also, hat er das einfach so versucht zu kommunizieren. Aber er wollte mich da raus haben, er hat mit RTL telefoniert, er hat gemacht und getan und natürlich ist das nicht passiert. So, ich werde nicht rausgeschmissen, weil ich verteidige mich nur. Also da merkt man erst, was für eine verschobene Sicht er hat, dass er denkt, ich mache was falsch. Obwohl ich mich gerade nur verteidige, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich verteidige mich gerade nur. Er hat die Leute angegriffen, er hat mich beleidigt und nee, einfach nein. Und dann saß ich in den Live-Shows und ich muss sagen, es war die beste Zeit meines Lebens, in den Live-Shows zu sitzen, weil ich habe einfach gesagt, was ich wollte. Es war ja auch in der Presse so, ja, Katja kriegt einen Maulkorb und von RTL.
niemand gibt mir Maulkorb. Ich habe alles gesagt, was ich will. So, ich war die ganze Zeit auf Angriff. So. Da war schon sehr viel hin und her gestichelt. Ja, voll. Aber er war richtig leise für seine Verhältnisse. Normalerweise wäre er gerne richtig ausgerastet. Da hört es aber nicht auf. Jetzt kommen wir zu der ganzen Manipulationssache. Ich glaube, der war so leise in den Live-Shows. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, weil er jetzt wüsste, guck mal, wenn er jetzt was sagt und er kann sie jetzt einschätzen, so, die ist ja nicht leise, sie macht dann zurück. Dass die wollten jetzt keinen Stress anfangen, weil eine Live-Show kannst du nicht zurücknehmen, das kannst du nicht schneiden. Ja, ja. Live ist live. Ja, sowieso. Es gab ja eine Musikpanne bei ihrem Eintritt bei den DSDS-Shows. Die Leute sind ja so reingelaufen, dann ist so Musik gespielt und solche Sachen. Und bei ihr gab es ja dann diese Panne und die Musik hat irgendwie nicht funktioniert. Und sie erhebt dann den Vorwurf, dass das keine Panne war, sondern bewusst inszeniert. Echt? In der Hoffnung, Das habe ich auch irgendwo gesehen. Wenn Leute fragen mich, von wo ich meine Informationen habe, ich fühle mich auch wie Dieter Bohlen. Ich fühle mich auch wie Dieter Bohlen. Ich bin die ganze Zeit am Schauen und am Gucken, Digga. Aber ich habe mitbekommen, dass sie so eine Panne hatte. Ich weiß auch nicht ganz genau wie, wo, was. Ich habe es nicht gesehen. Mhm. Aber ich weiß, dass sie gesagt hat, irgendwie sowas in der Art wie, das war keine Panne, ich glaube, das war manipuliert und Dieter hat bestimmt gesagt oder RTL hat gesagt, wir wollen der da so ein bisschen so ein Bein stellen, dass sie auch eingeschüchtert ist, so, weil wie wenn wir wollen, dann machen wir das, weißt du, was ich meine? Oh, so verstehst du dieses? Die kommen und ja rein. Die Musik lief nicht richtig oder wie? Irgendwie hat da nicht so was ganz funktioniert und die war dann richtig pissed, weil die so denkt, bei jedem hat es funktioniert, nur bei mir, die kurz davor Stress hatte mit den ganzen Leuten hier. Plötzlich hat es nicht funktioniert, wie unwahrscheinlich, weißt du? Deswegen ist das schon ein bisschen auffällig, also RTL, nächstes Mal vielleicht ein bisschen anders, aber, ne? Damit bloßzustellen. Und ich weiß ja so viel, ich weiß ja auch, wie er so über mich redet. Und er hätte sich auch erhofft, dass die Leute geboot haben, hätten. Er hätte sich erhofft, dass die Leute geboot hätten. Bei dem ersten Auftritt kam ich ja die Treppe runter und ganz komischerweise war ja die Musik aus, als ich die Treppe runtergehe. Stille. Und Dieter sitzt so und denkt sich, yes! Und ich laufe runter und was passiert? Die Leute schreien, die jubeln, die freuen sich, Queen, yes, bla. Und er so, danach, also das weiß ich intern, ich möchte jetzt nicht sagen bei wem. Dieter so, warum haben die denn jetzt bei der nicht geboot? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich denke mir so, ja Dieter, vielleicht merkst du mal einfach, dass ich nicht der Fehler bin. So, bitte chill mal jetzt. Und ja, dann dachte ich mir, ja, mach die Musik gerne aus. Aber ich weiß, dass ihr das ausmacht. Und das Geile ist auch, intern, alle, mit denen ich arbeite, alle, die ich kenne, die meinten, wir wissen, wie es im Fernsehen läuft, wir wissen, wie das abgeht. Das war definitiv extra so. Und it is what it is. Ich weiß es ja, so, weißt du, was ich meine. Und ja, die Stimmung war dann... Aber das ist ja krass, dann muss ich ja RTL auch krass... Wollte gerade sagen, es war schon ein Vorwurf, ne? Weil sie kann es nicht beweisen. Mhm. Sie wirft es denen aber jetzt vor. Ja. Und dann noch gegen RTL. Also RTL könnte die, keine Ahnung, vielleicht verklagen oder so. Weil du stellst dir jetzt voll so ein Schlechte. Könnte auch sein, dass wirklich ein technischer Fehler war, aber man geht davon aus, dass sie es mit Absicht gemacht haben. So. Hart, ne? Ja. Bro, ich denke immer so, wie kann man so gemein sein? Ja. Weißt du, ich meine so, weil die Person, die dann auf ausgedrückt hat, dann denke ich mir so, was du dort? Würdest du heulen, wenn es dir passiert? VIP. Ticket in Hölle. Du machst es bei einer anderen Person. Safe. Hoffentlich bei dir geht gar keiner an und aus zu Hause, weil dir soll komplett dunkel bleiben für die nächsten Jahre. So von ihm was sagen lassen, weil wenn das seine Intention war, muss ja RTL ja auch irgendwo mitgemacht haben, so der sitzt ja nicht am Schalter und macht irgendwie die Musik aus. Ja, man kann das ja nicht im Großen und Ganzen sehen, das sind tausende Mitarbeiter und wenn du nur einem sagst, der da sitzt und der das macht, keine Ahnung, vielleicht gibst du dem Money oder du sagst ihm, das ist dein Kumpel seit Jahren, Dieter ist ja seit Jahren, das sind auch vielleicht seine Freunde, weißt du, seine Arschkriecher, I don't know, und dann macht man das, weißt du, da hat ja nicht irgendein Chef was damit zu tun. Wenn der das zum Beispiel, weißt du, ich weiß ja nicht, wie genau es war, ich weiß nur, dass es extra war und ich weiß auch, dass immer, wenn im Fernsehen, oh, der Ton ist ausgegangen, eine Panne ist passiert, es ist immer extra und das ist auch in dieser Staffel des Öfteren schon passiert und es ist nicht aus Versehen. Und die Kamera ist gerade drauf, so. Weißt du, was ich meine? It is what it is. Und zum Abschluss finde ich noch spannend, dass es wohl auch einiges Drama wegen dem Auftritt von Dieter Bohlen da bei dieser Live-Sendung gab. Ursprünglich sollte wohl eine andere Person auftreten. Und dieser Plan wurde dann irgendwie noch kurzfristig umgeworfen, damit Dieter Bohlen dann eben diesen Auftrittsspot bekommt. Und sie spricht dann auch darüber, was so ihr Grund war, warum sie dann irgendwann nur noch am Handy gechillt hat. Man hat ja dann diese Aufnahmen gesehen, das war ja auch medial ein großes Ding, dass Dieter Bohlen auf der Bühne war und sie die ganze Zeit nur auf ihr Handy geglotzt hatte. Und mit dem Finale und dem Auftritt und so. Dieser Auftritt, da sollte eine andere Person auftreten. Richtig sad. Und dann höre ich
auch intern, das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich hätte es, wie er sagt, wenn die Person auftritt, dann komme ich nicht. Da kann sich RTL auf den Kopf stellen, ich komme nicht. Ich mache das hier nicht seit Jahren, dass diese Person auftritt. Ich trete auf, ich bin Dieter Bohlen. Das ist nicht mega. Ich trete sonst nicht auf. Und das Witzige ist, er macht den Druck, RTL, und sagt, ich trete sonst nicht, ich komme sonst nicht und whatever. Aber normalerweise, wenn man ihm wirklich sagen würde, okay, dann komm nicht, dann würde er wieder einziehen. Sorry, aber so ja. Einen Auftritt hinlegt, so, ich meine, Playback ist das eine, aber dann versuch doch wenigstens irgendwie deinen Mund halbwegs passend zu den Wörtern zu bewegen. Das ich konnte nicht. Ich war sauer und musste lachen und dann dachte ich mir, ey, ich hasse das gerade und mir tut das leid für die Person, die eigentlich auftreten sollte. Mein Herz blutet, weil die Person ist talentiert, die Person ist toll, die Person hat das wer verdient. Wer hätte auftreten sollen? Ich weiß nicht, wer kommentiert mal gerne, wer da so weit ist, meine Quelle dann doch nicht. Aber ich weiß nur, dass er aufgetreten ist, ne? Full Playback. Ja. Komplett. Ja. Also weißt du, normalerweise ist ja nur die Musik und die singen dann live. Ja. Aber da war einfach, also wie, wenn der Song einfach läuft und er macht, und so. Er macht so. Ja, Lippen so, ja, genau. Und da haben Leute gesagt, er hat nicht mal die Lippen bewegt. Und muss noch weiter nach oben. Und aber nee, das macht lieber ein 69-jähriger alter Mann, der sein ganzes Leben schon Erfolg hatte, den jeder kennt, der braucht jetzt diese 2 Minuten. Das ist voll wichtig. I mean, whatever. Und dann saß ich da und dann dachte ich mir, ey, bevor ich den jetzt komplett auslache, ich konnte mich nicht zusammenreißen, habe ich mein Handy genommen und dann sehe ich Nachrichten. Oh mein Gott, was ist das? Ha, 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 ha. Was ist das? Was ist das? Alle, die ich kenne, WhatsApp voll und ich muss erstmal chatten. Und dann sieht man so in den Live-Shows, wie ich da chatte und Whale brauche. Und alle so, Katja, das kann doch nicht sein. Ja, sorry, aber ich kann das nicht ernst nehmen, ich kann mir das nicht angucken, weil ich weiß, wie es ist. Aber das geht auch nicht. Das ist leider auch nicht. Wer hat eigentlich Handys bei einer Live-Show dabei? Ich würde das hinten Backstage lassen, weil er nimmt das denn mit? Keine Ahnung. Aber das Ding ist, so, also ihr Verhalten ging ja natürlich auch gar nicht. Aber natürlich, sie wurde manipuliert, sie wollte dann auch ein bisschen zurückstichen. Da war sowieso ein Druck. Also verstehst du, da war so eine Luft. Und vor allem, die saßen ja nicht nebeneinander, sondern zwischen denen waren ja Personen. Und du siehst die ganze Zeit, wenn der jeweilige andere redet, sind die ganze Zeit so. Aber weißt du, man könnte sich jetzt denken, RTL lernt es aus den Fehlern, wird nächstes Mal Leute nehmen, die einfach harmonisieren. Dabei, wenn die Jury harmonisiert und dann Jury, also harmoniert, Jury, oder? Ja, harmoniert. Du sagst harmonisiert. Achso, oh mein Gott, das ist harmoniert. Cool. Harmoniert. Ich habe kurz überlegt, gibt's das Wort? Das Wort also wenn die Jury harmoniert, okay, und dann auch die ganzen Kandidaten reinkommen, dann ist es so Family-Ding. Weißt du, was ich meine? Dann ist es schön. Ja. Aber glaubt mir, RTL wird sogar nach der Sache, die lernen nicht draus, weil die haben Bock drauf. Die denken sich so, jawohl, weil das Fernsehen stirbt. Die nehmen Drama. Genau, das Fernsehen stirbt aus. Die denken sich so, genau so hätten wir es nochmal gemacht, damit die ganzen Zuschauerquoten und so nach oben gehen. Ja, natürlich. Weißt du, wie viele Leute da zugeschaut haben, weil die genau vor der Live-Show Beef hatten. Und dann wollten alle wissen, wie ist es jetzt in der Live-Show, weißt du? Aber stellt sich heraus, dass alles nur gestaged war, geplant war. Aber mittlerweile glaube ich schon, dass es echt ist. Also wie steht sie dann da? Man sieht ein bisschen so den Hass auch in ihren Augen. Wenn es gestaged ist, dann gute Schauspieler. Scheiß auf Musik, wer Schauspieler. Ein bisschen abgeht und es tut meinem Herzen weh. Ja. Kann ich nicht ernst nehmen. I don't care. Hass mich alle, aber das ist nicht cool. Tja, so viel dazu. Der Bruch sitzt tief. Ich denke, das ist mehr als offensichtlich. Beide Seiten haben sich an verschiedenen Stellen geäußert. Das haben wir aber auch hier alles aufgearbeitet. Wir haben ja auch die ganzen Bullen-Statements hier behandelt. Ich spreche immer so über wir, so okay, ich habe darüber gesprochen, aber ihr wart ja irgendwo auch dabei, ne? Dadurch, dass ihr es angeschaut habt. Dieter Bullen hat ja auch irgendwie alle möglichen Leute blockiert. Mit Vita habe ich tatsächlich auch darüber gesprochen und sie hat mir eben auch wirklich erzählt, dass Dieter Bullen sie dann blockiert hatte. Also das weiß ich auf jeden Fall gesichert. Definitiv spannend. Ich denke, wir können alles. Das ist einfach auf einer Luftmatratze, glaube ich, oder? Die Couch so, hallo. Ja, das ist sowas, mit was du schwimmen gehst. Also, so, weißt du, was ich meine? Echt random, hab ich gar nicht gesehen. Ausgehend, dass es in der nächsten Staffel keine Katja in der Jury geben wird, dass sie da aber auch kein Interesse daran hat, hat sie in ihrem Fazit dann auch nochmal klargestellt. Und ja, sollen die das machen? Ich werde da niemals dabei, würde ich niemals in meinem Leben wieder machen. Ich habe verteidigt, ich habe gemacht, ich habe gekämpft und es reicht. Und jetzt geht weg einfach mit eurem Kack. Macht euren Kack alleine und diskriminiert Leute alleine. Shirin, die ja vielleicht auch so eine Alternative wäre, hatte ja für die letzte Staffel, glaube ich, bereits abgelehnt. Und da gab es ja auch so ein bisschen Stress mit Dieter Bohlen. Da haben ja auch beide so ein bisschen Statements auf Social Media gepostet. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, wie ernst das war und ob die jetzt auch irgendwie keinen Bock aufeinander haben oder ob das noch irgendwie was ist, was zu retten ist.
weiß ich nicht mehr, ganz ehrlich. Leute fragen mich auch immer wieder zu irgendwelchen Situationen irgendwas und ich so, oh, keine Ahnung. Dann so, hey, du hast doch ein Video darüber. Aber Leute, wenn du so viel und so häufig und regelmäßig über alle möglichen Dinge sprichst, die abgehen, es ist nicht möglich, sich als ein Mensch das alles zu merken. Ja. Ich mit meinem Schweizer Käsegehirn gleich dreimal nicht. Aber ja, wer weiß. Wer weiß auf jeden Fall, was da passieren wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer da so als Cast für die nächste Staffel angesagt werden wird. Das wird definitiv auch wieder sehr viel aussagen darüber, was wahrscheinlich noch so an Entwicklungen hinter den Kulissen passiert sind. Wie immer findet ihr die Podcast-Episode auf jeden Fall unten. Genau, Leute, okay, das war's mit dem Video. Guckt mal, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich dachte auch erstmal so, ich habe auch erstmal gerade an Shirin David gedacht, aber ich weiß, dass sie ja, ich habe mitbekommen, dass sie zu The Voice Kids geht. Oder The Voice of Germany. The Voice of Germany, glaube ich, genau. Ja. Also sie ist da in der Jury, das heißt, sie kann eben nicht zu RTL, DSDS, was auch immer, ne? Deswegen mal schauen. Muss Dieter immer dabei sein? Klar, der war immer dabei, aber man kann es jetzt auch ein bisschen so erneuern. Keine Ahnung. Und andere Leute reinmachen. Keine Ahnung. Weil er kann doch nicht mit den ganzen anderen. Aber war das nicht so, oder war das bei das Supertalent? Wo er eine Zeit lang gesagt hat, also wo die gesagt haben, ja, der ist jetzt raus. Oder bei der SDS, glaube ich. Und ich glaube, das war bei der SDS, ne? Ja. Und da war der doch eine Zeit lang weg und dann haben alle gesagt, oh, wir wollen wie Dieter zurück. Ohne Dieter bockt sich. Und dann kam er wieder. Ja, ja. Deswegen, ja. Das hat alles schon seinen Grund. Wie auch immer, Jungs und Mädels, das war's mit der Reaction. Checkt noch gerne Insti ab. Dann sehen wir uns morgen. Ganz entspannt um 20 Uhr. Like, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.